So. So, Abmarsch. Skadi, wir brauchen noch einen Moment. Sie will natürlich mit den Gummistiefeln jetzt rausgehen. Ja. Kannst du noch früh noch? Wo ist mein Tee? So mit der Jacke, die Jacke brauchst du noch nicht. Damit darf ich guten Morgen. Auf zur Schule. Andere Schuhe anziehen. Und los. Komm. Auf geht's. Was könnt ihr denn in Sport machen? Desinfizieren jedes Mal, oder was? Mhm. Oh Mann. Volleyball, genau das gleiche. Boxsprung. Kann man, könnt ihr überhaupt nicht mehr Mannschaftsspieler jeden Jahr nicht mehr, wa? Kann man ja nicht mehr machen. Wenn wir zum Beispiel zwei Felder spielen, geht nicht alle fast den gleichen Ball. Du darfst den Ball nie fangen. Du darfst den Ball nicht fangen. Das, wer anfängt, hat schon gewonnen, eigentlich. Ja. Die Gegenmannschaft darf den Ball nicht fangen. Aber dann darf man ihn auch nicht fangen. Ja, einer hat ja den Ball am Anfang. Am Anfang ist er ja desinfiziert. Ja. Aber sobald du den wirfst, musst du... Naja. Das ist Corona. Das ist Corona. Ey, auf. Das ist echt absurd, alles. Das war gleich da. Sehr gut gefahren, ne, wenn du die Kurve nicht mitbekommst. Ich bekomme sie nicht. Ich bin der Kurve, du bist der Kurve, ich bin der Kurve. Wir sind jetzt da. Einmal bitte aussteigen. Wie wunderbar, wir sind da, wie wunderbar. Fliegender Wechsel, die Ehe ist raus. Jetzt sitzt die Lumen vorne. Jetzt fahren wir zur Lumenschule. Ja, ja. So geht das. Du wirst dich wundern. Wirst du dich wundern. Na gut, okay, das Monster ist weg, das lachende Monster. Ja. Gucken wir mal. Was ist denn das hier? Der Kuttenmann. Oh, Parkplatzsuche ist hier der Ätz geworden. So ist das Leben. Rein in die gute Stube und ran an den Computer. Na, dann sehen wir uns gleich im Keller, wenn ich fertig bin mit Schneiden. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe 40 Minuten. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Ich habe nur den Sonntag geschnitten bekommen. Jetzt ist es 59. Was ist denn das? Schon nach 9? Nee, nee. Die geht ja total falsch. Was ist mit der los? Ab in den Keller. Mach die Tür auf und da liegt hier Geld. Hat einer durch den Türschlitz Geld gerufen. So, so kann der Tag beginnen. So. Machen wir mal Licht am Fahrrad. Und damit herzlich willkommen und guten Morgen im Laden. Den habe ich gestern gekauft.
gestern Nacht noch. Das Köfferchen hier. Leider ein Kellerhund. Deswegen riecht der innen drin ganz doll nach Keller. Aber er kommt ja auch wieder in den Keller. Also kann das schon mal, ist das kein Problem. Und ja, schauen wir mal, wo wir den installieren. Moin. Moin, Wolfgang. Ah, du lachst das hier. Moin. Mädchen 15 auf Corona Party vergewaltigt. Verwaltungsstrecke Polizei Schlösser ausgetauscht. Berlin schmeißt kleine Unternehmer aus ihren Werkstätten. Ganz wichtig, aber der ist nicht stabil. So. Nimm noch einen Stuhl. Ja, kann ich. Dafür sind die doch. Das ist für die Autos ab der Ausführungsstraße. Alle da. Kein schönes Wetter heute, wa? Kein schönes Wetter heute. Ja. Oh, der erste Umsatz, sagst du? Der erste Umsatz. Sagst du. Der Umsatz ist gemacht. Hier, Wolfgang gibt wieder seine Spende ab. Moin. Moin. Nein, das ist passiert. Nicht du ihn? Okay, jetzt kommt er von kurz heran. Ist total beschissen, ja. Ich habe mich auch richtig geärgert, als ich das gesehen habe. Aber ich war schon so weit gelaufen. Dann hätte ich mich nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Der Brot mit den Kuchen? Schön. Gabi heute Morgen mit ihren Gummistiefeln ist so vor der Vorschule stehen geblieben. Wortlos. So. So. Sie hat präsentiert, ja? Ja. Hat jemand gemerkt? Ja. Christel, oh. Ja, Gott sei Dank. Das Christel so, ja. Es bedarf keiner weiteren Kommentare. Nee. Das sieht man ja wohl. Und dann bist du nach oben gegangen, um Eva auch noch mal irgendwie Stiefel zu zeigen. Total stolz auf die Dinger. Und heute regnet. Perfekt. Nichts war für sie. Ja. Kleine Pflänzilein. Fancy Pflänzli. Das ist Dörfli. Dörfli. Ja, das ist mein erstes Mal, dass ich Geld von der Post bekomme. Ich hab einen schönen Schreiben drin. Wie hast du denn gestern Post bekommen? Weil ich eine Reparatur gemacht habe.
Für von dem Postdings. Ach so. Das ist gerade ganz schön schwierig für mich, muss ich mal sagen. Ich glaube, der Videoschnitt nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Das ist unglaublich. Mehr als im vorigen Jahr, habe ich den Eindruck. Keine Ahnung, was ich anders mache. Jetzt sitze ich schon wieder hier oben, weil draußen hat es heftig geregnet. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, aber es regnet immer noch. Und ich habe einen Zettel dran, wenn einer was will, einfach klingeln. Gefrühstückt haben wir nach unten, kam keiner bis jetzt, außer Wolfgang mit den Wolle-News, habt ihr ja gesehen. Und deswegen schneidet doch lieber jetzt das nächste Video für euch. Ich habe da so viel Material zum Schneiden da. Kopiere gerade das andere, das werde ich dann synchron hochladen für euch. Und dann habt ihr heute Abend schon den nächsten Vlog wieder. Jetzt werdet ihr gerade ein bisschen überschüttet mit Vlogs, ne? Also tut mir ja auch leid, wer nicht gucken will. Müsst ihr immer wissen, ist immer alles freiwillig, ne? Natürlich, also er fühlt sich nicht irgendwie verpflichtet oder so. Einfach weiterklicken, ne? Wenn es zu viel ist, weiterklicken. Scheißegal. Gut, wir sehen uns gleich wahrscheinlich wieder im Laden. Mit 1000 Unterbrechungen. So. Gut, dann jetzt bin ich fertig mit Schneiden. Jetzt bleibe ich unten. I don't know how that happened. Kurios, so müssen wir gleich mal filmen. Ja, ja. Das ist selten. Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Oh, what did I do? Sorry, mein Deutsch ist nicht so gut. Ja, how did this happen? Ja. I have no idea. I was just biking and suddenly it was completely done. Okay. A black one. A black used one. Okay. We can try. Ja, Mensch, das ist ja mal ein Rad. Reifen haben wir auch noch nicht. Nichts haben wir. Quark haben wir. Hier muss nämlich ein Reifen rein. Ach, schön. Muss ja der sein hier. Ja, ja, der ist es. So, na dann. Okay, dann gehen wir nochmal ran hier. Das ist ja Mikas Rahmen. Das kam jetzt im Block ja nicht rüber. Mika hat gestern seinen Rahmen hier abgegeben oder sein Rad. Und wir haben versucht, hier das einzuspannen. Also wir haben es eingespannt. Ich habe es eingespannt. Und gebe jetzt jeden Tag ein bisschen Druck drauf. Die kommt irgendwann. Ich spüre, die kommt irgendwann. Und zwar ein Schaltzug Nexus. Nicht mehr so hübsch. Den müssen wir tauschen. Das mache ich jetzt mal schnell. Und dazu brauchen wir ganz feines Werkzeug, um hier oben aufzumachen, wegen der Schrauben. Von der Abdeckkappe.
Schalten wir mal. In Gang 2. Das wäre der. Na, viel sehen tun wir da nicht. Boah, ich schwitze so, das gibt's doch ja nicht. Gut, schalten wir mal die Gänge durch. Okay, haben wir. Dann mal gucken, was der nächste interessante Auftrag wird und dann schalte ich wieder ein. Ja, der nächste interessante Auftrag ist ja einfach nur, wie kann sowas passieren hier? Schaut euch das an. Schwitt. Wo waren wir denn jetzt? Na ja, gut, okay. Wurstlohr. Oh, hat's das zerledert. Meine Herren. Feuerfrei. Da, nee, das ist völlig verbogen. Leider. Hätte sein können, dass man einen Stern noch verwenden kann, ja, aber. Ja, mal gucken. Erstmal sieht er total zerbeult aus, verbogen. Aber schauen wir mal. Also, ich bin der Meinung, das hat hier fehlt, hier die ganzen Schrauben. Ja, bitte. Nein, Valentin. Valentinstag? Ja. Valentinstag. Ja, Valentinstag, dass wir wieder Arbeit über die Luft haben. Ja, guck mal. Alter, viel. Nicht mehr so frisch, wa? Nee. Ja, war nicht mal so frisch mehr. Nee. Alles nicht mehr so frisch. Und, gestern noch alles geschafft? Ja, gerade so, ja. Also das hat auch funktioniert. Von wegen, ich hab den Kranz neu getauscht. Okay. Hast du deine Kundschaft zufriedengestellt? Auch Kranz, ja. Nicht mal der passt. So ein komisch gekaufter Rahmen oder was? Ja. So, was ist denn das für ein Kranz? Ey, das ist das geil, oder? Den kannst du dir echt noch an die Wand hängen. Ja, ey, oval. Das ist Biopaste. Biopaste extrem. Ja, hier für Biopatze. Und das ist tatsächlich noch gerade, wa? Das ist noch gerade, nee, jetzt mal. Ja, leg mal auf eine Scheibe. Ja, ein bisschen gucken. Verformt, aber das ist noch relativ in Ordnung. Was ist mit dem hier? Geht da ohne, oder? Ja. Sag mal. Nee, der ist auch vielleicht verformt. Hier oben ein bisschen. Ja, ja Mist, wa? Mhm. Geht schon noch. Nee, das geht leider nicht. Der fängt dann zu eiern. Echt? Rosellen, Rumgeier. Rumgeier. Ja. Very best friends? Mhm. Okay. Genau. Best Belly. Best Belly. Belly Friends. Big Belly Friends. Big Belly Friends. Jetzt auch. Big Belly Friends. Nicht die Weight Watchers, sondern die Big Belly Friends. Hier wird so ein. Sind da 7 SRAM. Hier. Maschine läuft. Hast du wieder hingekriegt, die geringen 7? Ach nee, die hat ja schon. Die ist ja schon gestern. Was redet das, Valentin? Das hat ja schon funktioniert. Ich komme wieder nicht klar, es war ja wunderbar. Rausschrauben ist ein fataler Fehler. Das Hause schrauben geht gar nicht. Zu Hause schrauben geht gar nicht? Es ist alles voll, aber es funktioniert, aber ich reg mich drauf und das macht keinen Spaß. Da kannst du dich hier aufregen. Ja, genau.
Ich steh nicht auf, Junge! Schrauben und guck mal, hier, der rennt hin und her wie so ein Tiger im Käfig, so ein Panther im Käfig. Ja. Der Valentin ist nämlich ohnehin ganz dicht, muss man sagen. Jeder hat hier so seine Macke. Ja, dreht er noch völlig durch. Welche Macke hast du denn? Abdrehen. Wie alt bist du? 17. Kannst mal sehen. Hat sich schlecht gehalten für sein Alter? Mal zwei. Ich glaube, der will keine Infos preisgeben. Mal zwei. Oh, jetzt ist es gerade wieder für Akademiker. Nee. Der Vlog für Akademiker. Ihr dürft nicht, also ohne jeden. Nicht mal 16 mal 2. Wer kann schon noch rechnen? Nicht mal die 1 plus am zählen. Hast du immer noch den Kaffee von gestern? 1 plus am? Nee, das ist der von heute. Echt? Ja, Mika war heute schon wieder da und hat mir heute einen Kaffee gemacht. Nee, irgendwie meinte mal jemand, wo ich ein Fahrrad wieder gefunden habe, dass ich 1 zu spüren hätte von dem. So, weil sie 1 und 1 zusammenzählen könnten. Haha, haha, haha. Und was? Schloss wie? Gehabt. Ich habe mal ein Schloss, also, Schloss gehabt, das wusste ich, wie es funktioniert. Ich hätte gern ein Schloss. Naja, gut. Für meine Kinder und so auch ein Schloss. Ja, kaufen wir. Einfach. Ist bestellt. Also. Weil die Treuhand existiert nicht mehr. Dadurch gibt es die Dinger nicht mehr für einen Euro. Schlösser und so. Ja, ihr versteht den Witz. Ja, ja. Auto, Sonne, Stern war das Schloss. Und ich wusste das, wo ich es repariert habe. Du, Sonne, Stern war das Schloss. Und dann. Ach so, Kinderschloss. Eins und eins zusammengezählt und dann war es irgendwie dann war weg gewesen und die Kaffee gefunden. Auto, Sonne, Stern. Genau, und er hat sie mich beschuldigt. Sonne, Tun, Warum habe ich denn dauernd die Pflegefälle hier? Warte mal. Pflegefälle von Herz Berlin? Ist halt so cool. Danke, danke. Ja, Schlauchwechsel hier, Hinterrad. Nee, was ist das denn jetzt? Vorsicht, Schutzblech. Also. Das macht nichts, hab ich gerade erst getauscht. Wieder halt ein Arsch. Das ist das Rennrad? Ja, genau. Das, ich hab kein Schloss bei. Fehler testen. Gut, ich. Ach, schön. Ich glaube, ich schraub mal hier. Einfach so eine Rennradgarnitur dran. Ja, der Valentin, wie gesagt, will eventuell im Verein da mitwirken. Ete Pastete. Ist ja ein fetter Reifen hier. Ja, ein. Nee, wieso nicht? Kannst du? Die sind geil. Aus dem Zelt raus für 1 Euro. Bist du schon mal aus dem Zelt rausgekommen? Für 1 Euro? Ich bin nicht genau auf das letzte Mal, ja, vorher. Zelt mit dabei für 1 Euro. War so geil, ja. War total geknickt. Alter Kumpel. Früher so. So ein bisschen bedürftig. Guten Morgen. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panic, wie ist Name? Dzień dobry. Und was hast du? Dominik Kammer, dies. Maschinke. Das ist aber keine Farbe. Bei kostet 50 Euro. Lampedusa? Nein. Was ist denn? 50 Euro bei kostet. Das ist ja nur ein Filter hier. Ein Strumpf. Das ist ja nur ein Strumpf. Ja, Strumpf. Oh Mann, ey. Diese, wie viel Geld ist das? Wie viel Geld ist das? 20. Oder was? Oh, oder was? Da haben sie ja 500. Was? Verbind. Kaum. Nee, 100. Und ich 100 Lire. 3,7. Italien, 100 Lire. 3,57 Gold. Nein, auf der Seite oder auf der Seite? Das von Ventilo. Ist er dann. Ja, wenn was drin ist, dann ist es auf gegenüberliegender Seite irgendwo. Hier, da wo der Daumen ist, da ist es ja irgendwo. Entweder hier, du hast es verdreht oder dann ein bisschen. Ich glaube, 10 Euro. Nein, du hast nichts. Das ist nichts. Ich weiß nicht. So, hier. Mach mal, zeig mal, guck mal, was noch kommt. Ja, ich komme. Ja, aber es ist ja nicht machbar. Ja. Das muss er machen. Ja. Na, andere Rohren oder was? Ja.
Der kriegt dann hier. Kann ich da nehmen, muss er schon selber machen. Ich hab was zu tun. Oh, guck mal hier, was hier alle kommen, Patienten. Ja, ja. Ich wünsche. Läuft oder was? Hast du schon gespendet? Genau, hast du schon gespendet? Haben Sie schon gespendet, junger Mann? Kommt noch. Hier? Macht das Glas voll, aber nicht mit Urin. Ist ja nicht beim Doktor. Bring euch noch was Schönes mit gleich. Ja, das ist gut, mach mal. Bring mal. Da freue ich mich. Bis denn. Alter. Kaffee trinkt er, ne? Ja, ich ja, du? Ich ja. Ciao, ciao. Kaffee kriegt er umsonst, oder was? Ja, wahrscheinlich, wird er schnauen. Na? Ah. Was ist denn das, ey? Hey, so ein Kollege. Ja, da. Ja. Hey, krass gespannte Kette. Will ich schon sagen. Auf letzten Drücker, Digga. Naja, das ist eine schlechte Übersetzung, die er fährt. Ja, da bringst du, hängst du dir auch an. So, na gut, okay, jetzt haben wir schon wieder 17 Uhr. Ja. Dein Geschenk für heute. Danke. So, viel Spaß damit. Ja, danke, Frau Reiter. Hat mich ja richtig gefreut. Ja? 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 Doch, ja. Ich mach mal ein bisschen mehr Musik, ne? Ja? 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 Ein bisschen mehr Autismus. Ja? Danke. Die anderen hast du schon eingepackt? Die anderen, ja, habe ich schon eingepackt. Hast du gemacht? Er wird tatsächlich da durchgeführt. Hast du schon raus? Nein, aber ganz raus ist er noch nicht. Aber ich kann jetzt auch wieder durchziehen. Weil hier guckt noch was raus. Achso. Warte, war schon noch. Sollen wir da nicht kommen? Was soll ich sagen? Richtig verkackt habe ich beim Einspeichen. Okay. Und beim Pfeilstück. Na gut, beim Pfeilstück, das war mir eigentlich klar, dass ich da verkacke. Jetzt sag nicht, du hättest die Übung mitmachen müssen. Nee. Ja, nee, das Pfeilstück habe ich wegen dem Tennisarm verkackt, weil danach tat mir der Arm mal richtig weh. Ach, wieso? Wieso? Was das war? 5 cm, also 5 x 6 x 1,2 war das Werkstück. Das sind 4 Tonnen. Und die Vorgabe war 3,9. 4. Warte, halt. Das ist der oberste Kranz. Erstmal schalten. Oh ja. Mal locker. Moment. Was? Naja, Fakt ist, hast du gefeilt und gefeilt und gefeilt und das war's. Nein, ich habe gesiebt. Das Siegen hat schlichtweg und ergreifend schon zu lange gedauert. Dann musste ich noch ein bisschen feilen. Die haben auch diesmal extra hartes Alu genommen, nicht wie sonst diese Weich-Alu, wo du mit der normalen Feile mit einem Streich gleich einen halben Zentimeter weg, halben Millimeter weg feilst. Ja. Ich habe mit der. Mit einer, Gott, wie heißt diese Metallraspel? Ja, im Holz, beim Holzbau ist das eine Raspel. Ja, ja. Schrubbpfeile. Schrubbpfeile. Ja. Alter, ich hab mit dem. Warte, Achim, bevor du kürzt. Erst einstellen. So, dann war Umbau das erste, was mir heute halt erstmal passiert ist.
Ich bin falsch abgebogen und 20 Minuten zu spät gekommen. Ach nee. Hatte für die erste Station statt 45 nur 25 Minuten Zeit. War Umbau V-Brake, gerader Lenker auf Rennrad Kanti. War überhaupt ja kein Problem, habe ich in 20 Minuten geschafft. Wie kann man denn am Prüfungstag zu spät kommen? Alter, zuverlässig. Ich bin falsch abgebogen. Wie weit bist du nach Brandenburg gefahren oder was? Ja, ich hätte nach Wandlitz abbiegen müssen, bin aber schon eine vorher nach Eberswalde abgebogen. Sondern ich kenne mich da halt nicht aus. Gott, Scheiße passiert. Mann, der Prüfungstag, ey. So. Und hab dann innerhalb von 20 Minuten die Bremse umgebaut, komplett mit Lenker. War überhaupt gar kein Hit. Dann kam Einspeichen, da war ich irgendwie noch nicht da. Probier selber. Bitte, bevor du kürzt. Ja. Ah, der Doppelsprung ist wichtig. Ja, wegen der Schränkung der Kette. Du musst halt hinten in allen Gängen probieren jetzt. Hat er. Sollte funktionieren. Ja, ab dem dritten. Ach nee. Mach es nicht zu kurz, dann kannst du nochmal nachstellen. Ja, genau. Dann nicht nochmal. Scheiße. Ja! Waren meine ersten Worte. Ja, bitte. Rollenbremse in Armdynamo. Wie macht man das? Wie geht das? Ja, Rollenbremse, Hollandrad ausbauen, Fahrrad. Nein, eigentlich nicht, aber ich hab's einfach nur in die Kamera gesagt, dass ich jetzt hier das ausbaue. Na du? Ja, er hat Angst. Es macht ein wenig unter sich das Rad. Aus dem Kindersitz, ja. Aus dem Kindersitz raus. Kind hat eingepullert, wie es manchmal ist. Hat ja heute nicht geregnet. Nicht? Kommt noch. Ja. Kommt jetzt gerade. Wolfgang, jetzt schnell auf die Flucht. In Bernau hat es von 11 bis 3 geregnet. Wirklich permanent, die ganze Zeit durch. Durchweg. Also ich ziehe den Steckerli hier ab. Das Steckerli. Steckerli aus dem Dörfli. Hänge diese Bremse aus. Wie hängen wir diese Bremse aus? Achim, Prüfungsfrage, wie hängen wir diese Bremse aus? Was machen wir als erstes, um diese Bremse auszuhängen? Wir nehmen erstmal die Spannung raus. Genau, entspannen Sie sich, junge Frau. Heißt das ja auch mal beim Arzt? Das heißt, wir drehen die Einstellschraube komplett rein. Richtig. Und dann gucken wir mal. Und dann hängen wir sie nicht. Einmal. Und oh, wie geht es jetzt hier weiter? Ja, wie geht es da weiter? Den nach unten. Genau. Genau. Dann packen wir den hier man so. Muss erst mal gucken. An die Seite ran. Genau. Und jetzt, schon ist es geschehen, kann man einfach das Vorderrad ausbauen mit Hilfe eines 15er Schlüssels. Schlüssel. Ja. Also wir mussten nur eine Bremse anbauen, war halt... okay. Also musstest nicht hier... War ein Muster, was du halt in den Schraubstock einspannst. Was ein lustiger Geräusch. Ja, natürlich. So rum, Partner. Genau, jetzt wird halt wieder eingehangen. Kann man ja schon mal trocken machen. Die Achse ist noch nicht fest. Zuerst unten. Hoch. Und dann. Dann oben. Dann oben. Und dann spannen wir das Ganze wieder. Genau. Das war ganz schön gespannt worden. Aber ich würde es nicht unbedingt weiterziehen als. Ist noch nicht keine Luft drin. Das ist doof, wenn du bremst ohne Luft, dann durch die Fliehkraft reißt den Mantel manchmal nicht.
muss mal hingehen, bis der Werkstatt hat runter. Hallo. Hallo, was ist das? Ja, ich wollte fragen, ob ich ein Fahrrad vor allem wegen Krämpfe, weil es dauern würde, einfach den Römer Kindersitz zu machen. Na übrigens, ihr wollt für einen Umschüler, für einen Gesellenbrief 25 Euro haben. Ja, das wollen sie aber von hier, das ist so eine Kammertaxe. Schloss haben wir ja dran. Fest ist es. Hat der Achim gemacht, war da kontrolliert, alle, ja? Habt ihr gesagt, Achim, zieh fest! Zieh fest! Ja, raus damit. Wenn der Achim jetzt hier. Pass auf, gleich kommt wieder sein Uni-Typen, die schreien. Pass auf, gleich, pass auf. Ja. Da wieder nur, da wird er nur. Ja, genau, ja. Achtung, Achtung! Achtung! Alter Schwede, letzten Klops, wa? Alter! Ich bin sehr froh, dass ihr nur die Frontenden habt, immer zur Prüfung. Bis den ganzen Drahtenständer heben müsst, ey. Der Achim, ey, Gewichtsüberschreitung. Ja, das passt nicht. Versuch finden, passt nicht. Na gut. Musst du. Wenn du mal nur einleiten. Achtung! Achtung, Achtung! Alter, ist das nackt. Ja, ja, ja. Jetzt sind ein paar Räder, du. Ja, lieber Achim. War ich nicht, du Badelenker. Ja. Achim und seine Feierabendsignal hier. Was ist das denn? Ach, hier. Da bist du ja. Kamerad. Und ich hatte auch zweimal Mumps. Einmal rechts, einmal links. Das ist total verseucht, der Junge. Total verseucht. Mit Antikörpern. Ja, bin ich. Guck mal an. Was bist du der, der Patient, den alle suchen? Nee, mit einem Antikörpern. Gute Nacht. Sagt der Tommy. Und der Achim sagt es auch. Ja, jetzt. Schluss.